Ein entspanntes Picknick im Grünen. Darauf haben diese beiden schon lange gewartet. Gewartet hat auch dieses Tier. Sobald es wärmer wird, lauert die Zecke auf ihre nächste Blutmahlzeit. Zecken fallen nicht von Bäumen, sondern werden oft im Vorbeigehen abgestreift. Dann wandern sie an Stellen, wo die Haut dünn und warm ist. Dass eine Zecke zugestochen hat, merkt man oft nicht. Also nach dem Aufenthalt im Freien gründlich nachschauen. Ich glaube, das ist eine Zecke. Eine Zecke entfernt man am besten sofort mit einer spitzen Pinzette oder einer Zeckenkarte. Auf keinen Fall Öl oder Klebstoff auf die Zecke geben. Das stresst sie und erhöht das Risiko, dass Erreger übertragen werden. Und die Einstichstelle anschließend desinfizieren. Eine Zecke entfernt man richtig dadurch, dass man am Kopf zupackt und dann möglichst lange vorsichtig zieht, damit die Zecke loslässt. Besonders aufpassen muss man auf den Hinterleib, den man nicht zusammendrücken darf, weil im Hinterleib potenzielle Erreger stecken, wie zum Beispiel Borrelien, die, wenn man da drauf drückt, ausgequetscht werden und dann in den Menschen eindringen können. Ist die Zecke entfernt, stellt sich die Frage, war das Tier mit Borrelien infiziert? Schnelltests versprechen Aufklärung. Die Zecke in einer Flüssigkeit zerdrücken und auf einen Teststreifen geben. Das soll zeigen, ob die Zecke mit Borrelien infiziert war oder nicht. Doch Experten sind nicht überzeugt. Wir wissen schlichtweg nicht, ob das Ergebnis des Tests wirklich die Diagnose liefert. Davon abgesehen ist es so, dass selbst wenn die Tests zuverlässig arbeiten, sie ja nur die Zecke diagnostizieren. Das heißt, ich weiß dann, dass die Zecke Borrelien hatte, aber ich weiß noch lange nicht, ob ich selber auch Borrelien von der Zecke abbekommen habe. Also Finger weg vom Schnelltest und besser die Haut um den Stich herum genau beobachten. Tritt eine sogenannte Wanderröte auf, sollte man sofort zum Arzt gehen. Denn sie ist ein sicheres Zeichen für eine Borrelieninfektion. Die Wanderröte bildet sich aber nur bei etwa der Hälfte aller Infizierten. Wichtig ist es daher, auch auf andere Symptome zu achten. Grippale Beschwerden, man fühlt sich unwohl, man schwitzt nachts, man hat Kopfschmerzen und ähnliches. Und dann merkwürdige Gelenk- und Gliederschmerzen. Die springen, die sich im Körper bewegen quasi, ohne dass die Gelenke oder die Muskulatur in irgendeiner Weise auffällig wären. Je früher eine Infektion mit Borrelien erkannt wird, desto besser kann sie behandelt werden. Bislang geschieht das meistens mit einer vierwöchigen Antibiotikatherapie. In Studien wird jetzt ein neuartiges Gel getestet. Es kann sofort nach einem Zeckenstich auf die Haut aufgetragen werden. Das Gel enthält ein Antibiotikum, von dem man weiß, dass es Borrelien abtötet. Man bringt das auf die Haut auf und kann auf die Art die Borrelien, bevor sie sich im Körper verbreitet haben, erwischen, direkt nachdem sie aus der Zecke in die Haut eingedrungen sind. Das Zeckengel wirkt schnell und hat kaum Nebenwirkungen. Deshalb könnte es eingesetzt werden, auch wenn unklar ist, ob die Zecke infiziert war oder nicht. Bis das neue Medikament auf den Markt kommt, wird aber noch mindestens ein Jahr vergehen. So lange gilt auf jeden Fall: Vorbeugen ist besser als heilen.